Wir nähern uns nun schon dem Osterfest und heute am sechsten Sonntag in der Fastenzeit wird zum ersten Mal auch die Passionsgeschichte vorgetragen. Trotzdem ist der heutige Sonntag vor allem unter dem Namen Palmsonntag bekannt, denn an diesem Tag wird auch des Einzugs in Jerusalem gedacht und alle haben wahrscheinlich Bilder im Kopf, in Erinnerung, wie Jesus da nach Jerusalem zieht und die Menschenmenge entgegengeht und Palmzweige schwingt. Eigentlich kommt dieses Bild aus dem Johannesevangelium, wird so in den synoptischen Evangelien nicht berichtet. Dort ist nur zu lesen von den Menschen, die ihre Kleider vor Jesus niederlegen. In den Bildern werden diese beiden Motive zusammengezogen auf ein einziges Motiv. Wir werden heute das Evangelium nach Lukas hören und dann auch sehen, welche theologischen Schwerpunkte er dabei setzt. Wir werden zunächst einmal das Evangelium hören. In jener Zeit ging Jesus nach Jerusalem hinauf, und es geschah, er kam in die Nähe von Bethphage und Bethanien, an den Berg, der Ölberg heißt. Da schickte er zwei seiner Jünger aus und sagte, geht in das Dorf, das vor uns liegt. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann antwortet, der Herr braucht es. Die Ausgesandten machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie es ihnen gesagt hatte. Als sie das Fohlen losbanden, sagten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr das Fohlen los? Sie antworteten, weil der Herr es braucht. Dann führten sie es zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Fohlen und halfen Jesus hinauf. Während er dahinritt, breiteten die Jünger ihre Kleider auf dem Weg aus. Als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, begann die Schar der Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben, wegen all der Machttaten, die sie gesehen hatten. Sie riefen, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Ehre in der Höhe. Da riefen ihm einige Pharisäer aus der Menge zu, Meister, weise deine Jünger zurecht. Er erwiderte, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Die Reise Jesu nähert sich langsam dem Ziel und die messianische Erwartung liegt förmlich in der Luft. Die Spannung ist zu spüren und das wird noch dazu unterstützt durch die Marschrichtung, die Jesus bei seinem Weg nach Jerusalem einhält. Er kommt jetzt von Osten her, von Bethanien, Bethphage zum Ölberg und von dort aus wieder nach Jerusalem ziehen. Die Jünger haben sicherlich eine Prophezeiung aus dem Buch Sacharja im Hinterkopf oder in der Erinnerung, bei der es heißt, dass der Messias dann in den endzeitlichen Wehen genau vom Osten her kommen wird. Zuerst werden die Völker Jerusalem belagern, sie werden es einnehmen, sie werden es plündern, aber dann, wenn die Not am höchsten ist, kommt der Messias, er kommt vom Osten und er wird die Stadt befreien. Wir können das nachlesen im Buch Sacharja, Kapitel 14, wo es heißt, eben dann, wenn die Stadt schon erobert ist von den fremden Völkern, wenn die Not am größten ist. Doch dann wird der Herr hinausziehen und gegen diese Völker kämpfen, wie am Tag seines Kämpfens, am Tag der Schlacht. Seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der im Osten gegenüber von Jerusalem liegt. Also man kann sich gut vorstellen, wie es den Jüngern jetzt ergangen ist, wenn sie erleben, wie Jesus nun sich Jerusalem nähert, genauso wie es hier in der alten Prophezeiung angedeutet worden ist. Ja, Jerusalem liegt nun als Ziel nun vor Augen und dort wird Jesus ja, so wie es am Berg der Verklärung geheißen hat, den Exodus erfüllen, den Exodus zur Vollendung führen. Allerdings wird das ganz anders geschehen, als das die Jünger erwarten. Auch wenn wir im Zusammenhang mit diesem Evangelium immer vom Einzug in Jerusalem reden, genau genommen spielt sich alles das, was wir heute gehört haben, noch gar nicht in Jerusalem ab, sondern außerhalb der Stadt, vor der Stadt. Jesus geht es gewissermaßen auf eine Grenze zu. Zunächst einmal werden drei Orte geografisch bestimmt, Bethphage, Bethanien, der Ölberg. Gerade Bethanien steht eigentlich auch noch für einen Ort, wo Jesus Freunde hat, wo er aufgenommen wurde. Doch nun wird er sich dem Gebiet nähern, das ihm feindselig gegenübersteht, er wird sich Jerusalem nähern. Und bevor er einzieht, bevor dieser Zug beginnt, schickt er zwei seiner Jünger aus und sagt, geht in das Dorf, das vor uns liegt. Geht in das Dorf, eigentlich genau genommen heißt es, geht in das Dorf,
das gegenüber liegt, das in Opposition steht. Das ist das griechische Wort, das hier verwendet wird. Der Begriff Dorf wird in den Evangelien so meistens negativ besetzt verwendet. Das Dorf steht so für die starre Tradition, dort lässt man kaum etwas Neues zu, man bleibt im Alten verhaftet und man hält an dem Vergangenen fest, ist nicht offen für Neues. Und dort in dieses Dorf müssen jetzt die Jünger hineingehen, um das Fohlen loszubinden. Und wenn man jetzt die ganze Geschichte vor Augen hat, dann wird man auch noch an eine andere Prophezeiung aus dem Buch Sacharja erinnert, nämlich an diese Verheißung, dass der Messiaskönig demütig auf dem Fohlen eines Esels einziehen wird. Und es geht jetzt genau um dieses Fohlen, das die Jünger losbinden sollen. Was ist damit gemeint? Es geht dabei jetzt nicht bloß darum, dass dieses Tier jetzt gewissermaßen akquiriert wird für diesen Einzug in Jerusalem. Es geht darum, dass die Prophezeiung aus Sacharja nun sich erfüllen soll, aber dass sie auch losgebunden wird, buchstäblich von falschen Erwartungen. Lesen wir zunächst einmal auch diese alte Prophezeiung aus dem Buch Sacharja. Wir finden sie hier im 9. Kapitel. Viele kennen den Text. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, Gerechtester und Rettung wurde ihm zuteil. Demütig ist er und reitet auf einem Esel, ja, auf einem Esel, dem Jungen einer Eselin. Ausmerzen werde ich die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, ausgemerzt wird der Kriegsbogen. Er wird den Nationen Frieden verkünden und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Es ist eigentlich eine wunderbare Verheißung, die zeigt, dass der kommende Messiaskönig demütig auftreten wird. Er wird ein König des Friedens sein und trotzdem ist diese Prophezeiung auch irgendwo ambivalent, auch wenn man bedenkt, was dann später im 14. Kapitel über diesen Messias gesagt wird, der scheinbar doch wie ein Kriegsherr kommen wird. Er wird Frieden bringen, er wird die Kriegswagen beseitigen, der Kriegsbogen wird nicht mehr sein, aber da wird das Wort Ausmerzen verwendet. Also wie wird das geschehen? Wie wird Frieden geschehen? Und es ist also durchaus nicht erstaunlich, dass die Jünger trotz dieser Friedensverheißung zunächst daran denken, dass dieser Frieden auf gewaltsame Weise hergestellt wird, dass der Messias als Kriegerkönig auftreten wird und dann die Feinde vertreiben wird. Diese Verheißung wurde also hier auch durchaus in falscher Weise verstanden. Und es gilt, diese Verheißung jetzt loszubinden aus diesem falschen Verständnis und zum eigentlichen Verständnis, zur eigentlichen Bedeutung freizusetzen. Es steht hier, dass die Leute, denen das Fohlen gehört, dann wirklich fragen, genauso wie Jesus das gesagt hat, warum bindet ihr das Fohlen los? Wörtlich steht hier nicht Leute, denen es gehörte, sondern die Herren, Hokyrioi, ja, Mehrzahl von Kyrios. Sie antworteten, der Kyrios braucht es. Die Herren haben das Fohlen angebunden und die Herren stehen wahrscheinlich jetzt auch für die Macht in Jerusalem, die auch die Interpreten für diese Texte aus dem Alten Testament sind. Aber jetzt kommt der Kyrios, der Herr, dem Himmel und Erde gehören. Er hat Anspruch erstens einmal auf die richtige Erfüllung dieser Prophezeiung, er hat Anspruch auf dieses Fohlen. Ja, und so führen sie dieses Fohlen. Bei Lukas heißt es immer nur Fohlen, es ist aus dem anderen Kontext, geht er vor, ein Eselsfohlen. Sie führen es zu Jesus und legen ihre Kleider auf das Fohlen und helfen Jesus hinauf. Die zwei Jünger, die hier vorausgesandt werden in das Dorf, scheinen Jünger zu sein, die schon tief einverstanden sind mit dem Weg, den Jesus geht. Darum kann Jesus sie in das Dorf schicken und kann ihnen den Auftrag geben, das Fohlen loszubinden. Diese Jünger, die da jetzt kommen, legen ihre Kleider auf das Fohlen und geben damit zum Verstehen, dass sie Ja sagen zu dieser messianischen Aufgabe Jesu, und zwar so, wie er sie erfüllen wird. Es sind Jünger, die innerlich eingeschwungen sind auf den Weg Jesu. Anders ist das mit den vielen, die dann ihre Kleider auf den Weg legen. Auch da heißt es, es sind Jünger, die das tun. Sie breiten ihre Kleider auf den Weg aus und das ist aber eigentlich eine Geste der Unterwerfung, die bekannt war aus der damaligen Zeit, wenn der König triumphal einzieht, der Imperator,
legen die Untertanen ihre Kleider auf die Straße zum Zeichen, dass sie sich diesem Imperator loyal unterwerfen. Aber Jesus kommt nicht, um sich die Jünger zu unterwerfen. Er kommt nicht, um zu herrschen, sondern er kommt, um zu dienen. Also es gibt auch Jünger, die dann noch enttäuscht werden über die Art und Weise, wie Jesus die Prophezeiungen erfüllt. Als sie sich dann dem Abhang des Ölbergs nähern, also man kann sich gut vorstellen, wie jetzt die Spannung steigt, da begann die Schar der Jünger freudig und mit lauter Stimme Gott zu loben, wegen all der Machttaten, die sie gesehen hatten. Also da steht wieder im Vordergrund die Macht, die Dynamis, mit der Jesus zuvor schon gewirkt hat, und die Leute waren beeindruckt von den Heilungen, die er getan hat. Und sie schauen vor allem auf diese Wunder, auf diese Macht und erhoffen eben, dass Jesus in der gleichen Weise nun auch in Jerusalem wirken wird. Und sie rufen: Gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn, im Himmel Friede und Ehre in der Höhe. Ja, der König zieht nun ein, der ganz andere König zieht Jerusalem entgegen, und es scheint sich hier ein Bogen der Verheißung zu schließen. Lukas greift hier auch diesen Lobpreis der Engel auf dem Hirtenfeld von Bethlehem auf, wo auch die Engel vom Frieden gesprochen haben. Allerdings ist hier eine kleine Nuance anders. Die Engel in Bethlehem haben gesungen: Friede auf Erden den Menschen, die Gott liebt. Hier heißt es: im Himmel Friede und Ehre in der Höhe. Man sieht also, wie die Jünger auf den Himmel schauen, Ehre in der Höhe. Es ist oft die Gefahr bei der Religion, dass man so sehr auf den Himmel schaut, den Aufstieg in den Himmel erhofft und vergisst, dass Gott aus dem Himmel herabgestiegen ist und dass es um diese Erde geht. Friede den Menschen auf Erden, haben die Engel gesungen. Und trotzdem nimmt Jesus diesen Lobpreis an, auch wenn er weiß, dass hier noch manche Motive nicht gereinigt sind. Denn wir sehen dann, wie die Pharisäer möchten, dass Jesus die Jünger stoppt. Sie sagen: Meister, weise deine Jünger zurecht. Aber Jesus erwidert: Ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Damit zitiert Jesus ein Wort aus dem Buch Habakuk und gibt damit den Jüngern, die jetzt jubeln, recht, auch wenn er weiß, dass so manche jetzt darunter sein werden, die nur kurz darauf unter denen sein werden, die kreuzig ihn schreien, weil Jesus seine Messianität nicht so erfüllen wird, wie sie es erwartet haben. Für uns ist an diesem Sonntag sicherlich immer wieder die Frage im Raum, die sich aus diesem Jubel ergibt: Hosanna, der Jubelruf, der Jesus da entgegenschallt, und wenige Tage später das Kreuzige ihn, weil die vielen enttäuscht sind über die Art und Weise, wie Jesus aufgetreten ist. Und da ist es die Frage auch, mit der wir uns immer wieder auch auseinandersetzen sollen: Was erwarten wir von Jesus? Es ist eine Einladung, noch einmal auch durch die Texte der Evangelien zu gehen und zu betrachten, was verheißt denn Jesus wirklich? Worin besteht seine Verkündigung? Was ist das Ziel? Wo waren wir schon enttäuscht und wo haben wir auch eine gute und heilvolle Enttäuschung erlebt? Die Frage wird sein, der wir uns immer wieder auch stellen müssen, ist: Wollen wir Jesus in unser Leben hereinziehen, damit er unsere Wünsche erfüllt? Und gehen wir enttäuscht weg, wenn das nicht geschieht? Oder sind wir bereit, mit Jesus zu gehen? Sagen wir Ja zu der Art und Weise, wie er Messias sein will, wie er Erlöser ist? Sind wir bereit, ihm nachzufolgen auf seinem Weg? Musik